Zugleich kann es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen. Israel hat das Recht, sich im Rahmen des Völkerrechts zu verteidigen. Niemand kann es aber kalt lassen, wenn tausende Kinder ums Leben kommen oder Mutterseelen allein überleben. Wenn Menschen keinen Ort mehr finden, an dem sie überhaupt noch sicher sein können oder Schutz finden. Etwas noch konkreter zu Gaza. An was genau für Punkten verhandeln Sie da jetzt? Von Anbeginn habe ich daher deutlich gemacht, der Kampf gilt der Hamas und nicht den unschuldigen Palästinenserinnen und Palästinensern. Wir erwarten, dass Israel sein militärisches Vorgehen anpasst, um ziviles Leid zu lindern. Dass es mehr humanitäre Hilfe zulässt, gerade auch in den Norden. Dass es militärisch gezielter vorangeht und weniger zivile Opfer in Kauf nimmt. Dem Konflikt sind schon zu viele Zivilisten in Gaza zum Opfer gefallen. Die Frage, wie Israel diesen Kampf führt, ist auch zentral, um die Perspektive auf eine politische Lösung zu erhalten. Denn das Wie der Kriegsführung muss uns politische Optionen eröffnen, statt sie zu verschließen. Es gehört zur Wahrheit dazu, der Krieg ist nicht gewonnen, wenn man den Frieden dabei verliert. Dass ein nicht klassisches Geberland jetzt eingezahlt hat, China und Saudi-Arabien. Denn wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass ein politischer Horizont für eine Zwei-Staaten-Lösung erhalten bleibt und dass es dringend weitere humanitäre Pausen gibt.